Wir schalten mal live nach Zürich zu unserem Experten für dubiose Machenschaften, Ulrich von Hesen. Ulrich, das ist doch jetzt der endgültige Beweis, dass bei der FIFA die Korruption regiert, oder? Ach was, Welke. Das ging hier alles mit rechten Dingen zu. Ja? Da habe ich aber was anderes gehört. Die Funktionäre aus Tahiti und Nigeria haben nachweislich versucht, ihre Stimmen zu verkaufen. Ja. Typisch deutsche Neidkultur. Ständig werden Leistungsträger verunglimpft. Nein. Die FIFA ist für mich immer noch quasi eine große, ehrenwerte Gesellschaft. Ja, ehrenwerte Gesellschaft. Sie sagen es. Ich muss bei FIFA doch nur das F durch ein M und ein A ersetzen, dann habe ich das Wort Mafia. Genau. Und wenn ich bei Welke alle Buchstaben durch andere ersetze, habe ich Schwachkopf. Hm? Nein. Wieso wird da geklatscht? Nee. Sepp Blatter hat mich immer wie einen Freund behandelt. Ja, das ist ganz toll für Sie. Aber 1 Milliarde Fußballfans weltweit fassen sich gerade an Kopf. Katar. Hallo, da sind ständig 40 Grad und das ganze Land ist ungefähr 200 Quadratmeter groß. Können wir die WM auch gleich bei mir zu Hause in der Sauna veranstalten? Naja, ich bin dabei. Ne. Aber jetzt mal im Ernst. In Katar, da werden neue Märkte erschlossen. Da interessiert sich im Moment keine Sau für Fußball. Ja eben. Und genau deshalb brauchen die mal eine WM. Das lockt vielleicht den einen oder anderen Scheich vom Kamelrennen rüber ins Stadion. Und davon profitiert König Fußball. Nee, davon profitieren ausschließlich König Blatter und seine Liga der außergewöhnlich korrupten Gentlemen. Die profitieren davon. Welke. Nicht alles ist immer gleich Korruption. Es ist zum Beispiel Korruption, wenn ich 2 Wochen umsonst in einem Luxushotel wohne und mir Land und Leute ansehe. Mit Kaviar und Nutten und so weiter. Ja. Das ist sogar exakt die Definition von Korruption, mein Lieber. Ach so, okay. Okay, aber also zum Beispiel, wenn ich hier einen Koffer voller Geld annehme und dann im deutschen Fernsehen was Nettes über Katar erzähle, das ist dann keine Korruption, oder? Ich meine, es gibt doch keine Quittung. Ja, ich denke, das wird der deutsche Zoll entscheiden, wenn Sie damit wieder einreisen, ne? Den Koffer lasse ich natürlich hier in Zürich, ich bin doch nicht bescheuert. Hm. Immerhin ein cleverer Schachzug. Wie reagieren denn jetzt die Katar, also die Einwohner von Katar, wie reagieren die denn auf diese Neuigkeit? Na, begeistert, trunken vor Freude, geradezu hysterisch. Hier, Live-Bilder aus der Hauptstadt. Wow. Wenn die WM hier nicht gut aufgehoben ist, wo dann? In jedem anderen Land der Erde. Ulrich von Hesen, meine Damen und Herren, vielen Dank. Nach Zürich.